weiß, was ich machen will. Guten Abend. Willkommen in meinem Studio. Ich bin Professor Dr. Jo, und ich bringe euch was bei. Viele Leute in unserer Community haben sich gefragt oder uns gefragt. Eigentlich haben wir zu tausenden in den Kommentaren die Frage bekommen und das seit Monaten und Wochen und Jahren. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen SSD, HDD, SHDD, NVMe, M.2 SCSI, wer soll sich da auskennen, what the fuck? Wir erklären es euch, und zwar kurz, knapp und bündig. Fangen wir an mit der HDD. Eine HDD ist eine Festplatte, ein Hard Drive, der ist hart wie Stein, und diese besteht aus einer sich rotierenden Scheibe. Am besten zwischen 5400 und 7200 Umdrehungen. Die sind relativ fix. Vorher gab es natürlich noch Magnetbänder und so weiter. Uns interessieren nur noch HDDs. HDDs sind heutzutage in relativ großen Kapazitäten und günstig zu kriegen, aber mit sehr geringen Geschwindigkeiten im Vergleich zu einer SSD. SSDs sind der superschnelle Flash-Speicher in verschiedenen Ausführungen, den es heutzutage gibt, ob es jetzt 3D NAND Flash ist oder neuere Techniken. Mittlerweile verbaut jeder Hersteller seine Speicher etwas anders und hat andere Geheimrezepte dafür, vor allem für die Controller. Der Speicher ist ja immer gleich, aber die Software dahinter ist das Wichtige und Entscheidende. Relativ teuer, vor allem in größeren Kapazitäten, aber super schnell. Dann gibt es noch die Hybriden, die SSHDs. Das sind eigentlich einfach ganz normale HDD-Festplatten, meistens so 1 bis 2 Terabyte, mit eingebautem SSD-Speicher. Der SSD-Speicher ist vielleicht 8 bis 16, manchmal 20 GB groß und dient als Cache. Der ist quasi vorgeschalten vor die Festplatte, die sich dreht und speichert Daten zwischen und puffert sozusagen. Daten, die häufig verwendet werden, die schnell hin und her geschoben werden. Und damit steigt die Geschwindigkeit overall um einiges an. Die Zugriffszeiten werden beschleunigt, weil ja nicht mechanisch abgegriffen, sondern im Puffer. Und damit erreicht ihr eine Performance, die zwischen SSD und HDD liegt, aber näher an SSD, wobei ihr eine viel günstigere Festplatte verbaut habt. Und damit sinkt auch der Preis, also ist eine SSHD günstiger als eine SSD. So, jetzt kommen wir zu den teuren Premium-Modellen. Angefangen hat das Ganze mit M.2, der neuen Steckverbindung, die über PCI Express funktionieren soll. M.2, schneller angebunden als SATA, mit 6 Gigabits SATA. PCI Express, da ist Leistung da, 64, 128 Gigs. Je nachdem, was ihr für Modelle, Dual Xeons habt, da ist Leistung und Power ohne Ende. Ist aber auch Preis vorhanden. Die haben nichts mehr mit SATA oder älteren Festplatten zu tun, basieren aber auch auf dem SSD-Flash-Speicher, sind aber viel schneller angebunden und nicht limitiert durch den SATA-Anschluss. Dadurch erreicht ihr viel höhere Geschwindigkeiten, zahlt auch nochmal meistens so das Doppelte obendrauf auf eine SSD, habt dafür aber als Bootpartition oder bei Spielen keine merklichen Ladezeiten mehr und Videoschnitt in 8K in Echtzeit. Kein Problem mehr. Das ist so the top of the line, was wir heutzutage haben. Natürlich kann man das Ganze noch mal ins Rage halten. Dann gibt es natürlich jetzt das Interessante, was Linus erst vorgestellt hat. Optane. Optane-Module hat der eine oder andere vielleicht gehört, vielleicht auch nicht. Optane-Module von Intel, die werden nur von Intel hergestellt, sollen dienen als reiner Cache. Da kauft ihr euch so ein Modul, das aussieht wie ein M.2-Festplatten-NVMe-Teil, ist es aber nicht. Was ist ein Optane-Modul? Ein Optane-Modul ist ein reiner Cache, nichts anderes. Dieses Modul analysiert im Hintergrund, welche Daten verwendet ihr wann, wie oft verwendet ihr sie und die meistgenutzten Dateien werden beschleunigt. Dadurch bekommt ihr das Gefühl, ihr hättet eine SSD im Rechner, wenn ihr gar keine habt, weil dieses Modul eben lernt, euer Nutzerverhalten zu analysieren und daraus quasi ein Profil erstellt und im Hintergrund so agiert, dass ihr gar nicht mitbekommt, dass es agiert. Beim ersten und zweiten und dritten Start funktioniert es noch nicht so gut, aber nach 5, 6, 7, 8 Starts und einer gewissen Nutzungsdauer hat sich das Modul eingefahren und man merkt den Leistungszuwachs deutlich. Bei natürlich Anwendungen, die ihr regelmäßig verwendet. Selten benutzte Anwendungen müssen erstmal öfters gefahren werden, um zu beschleunigen. Ist aber trotzdem eine sehr gute Möglichkeit, um dem PC noch einen kleinen Boost zu geben, wenn er keine Power hat. Witzig wird es an dem Punkt, wenn ihr eine SSD habt und ein Optane-Modul. Das heißt, ihr boostet die SSD nochmal mit dem Optane Cache zusammen und können damit noch mehr Leistung schaufeln. Intel arbeitet im Moment extrem daran, das zu verwirklichen. Damit sind extrem viele Möglichkeiten heutzutage für Nutzer gegeben. Enthusiasten bevorzugen natürlich NVMe-SSDs, am besten über PCI Express oder einen M.2-Slot und vielleicht noch ein Optane-Modul. Für den normalen Nutzer reichen SSHDs aus oder HDDs mit Optane-Modul. Die kommen jetzt relativ günstig rein mittlerweile. Und damit können auch ältere PCs gute Leistung fahren. Und wenn ihr ein optimales System haben wollt, solltet ihr in erster Linie auf euer Budget achten und dann schauen, was ist für euch die beste Lösung. HDDs alleine sind es heutzutage nicht mehr. SSDs alleine sind meistens viel zu teuer. Wie immer eine gemischte Lösung. Wer mischt, fährt besser. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder raus.
Und falls ihr mehr Content wollt, schaut auch mal auf unserem Zweitkanal vorbei, den zeige ich jetzt hier oben an. Da gibt es auch neue, interessante Inhalte. Vielleicht nicht ganz so professionell, aber bestimmt auch mal was für zwischendurch. Einfach so zum Reingucken. Ich schon nur. Nebenbei, ich habe nichts zu tun, keine Hausaufgaben. Schau ein bisschen YouTube Geek Freaks Zweitkanal. Livestreams, super langweilig, aber sympathische junge Menschen, die Spaß haben. Weißt du? Kommt gut.